Linke MeToo hat uns in diesem letzten Jahr ziemlich viel beschäftigt, weil es hat gezeigt, dass wir als Linke auch ein großes Problem mit Sexismus haben. Da sind wir tatsächlich oft auch nicht besser als die Gesellschaft um uns herum. Und deshalb ist es total wichtig, weil wir natürlich eine bessere Gesellschaft wollen und auch als Linke uns besser verhalten wollen, dass wir daraus Lehren ziehen. Deswegen haben wir sehr viele Diskussionen geführt, auch in den letzten Monaten. Und deshalb haben wir jetzt auch beim Landesparteitag die Zeit genommen, darüber ernsthaft diskutieren. Nicht bloß in einer kurzen Antragsdebatte, sondern wir haben uns den ganzen Sonnabendvormittag Zeit genommen, nochmal in geschlechtergetrennten Plenar darüber zu reden, aufzuarbeiten, was passiert ist und auch darüber zu diskutieren, wie wir es in Zukunft verhindern können und falls es wieder Fälle gibt, damit ordentlich umgehen können und den Betroffenen 100% Unterstützung zusichern können. Das Ergebnis der intensiven Beratungen beim Parteitag war, dass wir verbindliche Leitfäden in der Partei erarbeiten. Wir wollen sorgsam miteinander umgehen, wir wollen Betroffene schützen, wir wollen aber auch die Rechte aller Beteiligten wahren. Dafür ist es wichtig, dass wir eine Vertrauensgruppe eingerichtet haben, an die können sich Betroffene wenden und bekommen dort eine Unterstützung, die tatsächlich dann auch vertraulich bleibt. Eine wichtige Konsequenz aus der Debatte war, dass wir unsere Satzung geändert haben. Alle diese Beschlüsse wurden einmütig, ja sogar einstimmig auf dem Parteitag gefasst. Jetzt werden wir auf Basis dieser Beschlüsse arbeiten.